Strategien und Trade-Ideen. Fix und fertig geliefert. Börsendienst-Optionsstrategien. Jetzt 4 Wochen gratis testen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jens Rabe und ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Ich bekomme immer mal wieder E-Mails oder es wird auch in den Kommentaren gefragt, Mensch, wie war denn das mit dieser 50%-Regel, wie war das mit dieser 100%-Regel? Und es gibt zwar ein paar alte Videos, wo wir das Ganze schon mal erklärt haben, da ja aber hier immer neue Zuschauer dazukommen, worüber ich mich übrigens sehr, sehr freue, habe ich mich entschlossen, einfach nochmal diese 3 Grundregeln, die 20%, die 100% und die 50%-Regel, nochmals neu zu erklären, mit ein paar aktuellen Beispielen versehen. Und heute starten wir mit dem Schönsten, nämlich mit der 20%-Regel. 20%-Regel, was ist das? Ganz einfach gesagt ist die 20%-Regel die Regel, die uns die Gewinne bringt. Nämlich, dass wir, wenn wir eine Option verkaufen, dass wir dann sagen, wenn diese Option gegenüber dem Verkaufspreis, den wir erzielt haben, auf nur noch 20% Restwert gesunken ist, dann kaufen wir das Ganze mit einer Limit-Order zurück. Das heißt, wir schließen die Position, realisieren unseren Gewinn und damit ist der Trade beendet und wir haben Geld verdient. Also einfaches Beispiel, du verkaufst eine Option für 100 US-Dollar und wenn diese dann bei 20% angelangt, das heißt bei 20 US-Dollar, dann kaufst du sie zurück. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht schon fragen, sollten wir nicht bei 50% zurückkaufen? Und da kommt jetzt hier die Einschränkung. Diese Regeln, die ich jetzt erkläre, also 20, 50 und 100, gelten erst einmal nur für Future-Optionen. Bei Aktienoptionen sieht das ein bisschen anders aus. Das machen wir dann mal in ein paar späteren Videos. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal an einem konkreten Beispiel anschauen. Und dazu habe ich euch einen Trade herausgesucht, den wir in diesem Jahr gemacht haben. Und zwar im Rahmen unseres Optionsstrategien-Newsletters. Und zwar war das ein Trade auf Baumwolle. Baumwolle wird an der ICE, an der Intercontinental Exchange gehandelt. Ein Markt, den wir ganz gern mal handeln. Und hier ist Folgendes passiert. Und zwar am 15. August diesen Jahres haben wir einen 83er Call verkauft. Ihr seht das hier im Chart. Da ist das eingeblendet. Und zwar, ihr seht hier einmal den Strike, also das heißt die 83, der Tag, an dem wir das Ganze eröffnet haben. Und jetzt auch seht ihr den Verfallstag. Und zwar war das der 21. Oktober. Und wir hatten also eine Restlaufzeit von 68 Tagen. Das sind die Wochenenden mit eingezählt, die börsenfreien Tage. 68 Tage Gesamtrestlaufzeit dieser Call-Optionen bis zum Verfall. So, jetzt sind, und das seht ihr hier im zweiten Chart, 11 Handelstage vergangen. Und zwar bis zum genau 29.8. Und die Option war in dieser kurzen Zeit um 80% gefallen. Das heißt, sie war an unserer 20%-Regel angekommen. Ihr seht das auch hier im Chart. Das sieht gar nicht so dramatisch aus, dieser Preisverfall. Aber wir hatten eine sehr hohe Volatilität am Anfang. Die ging dann schrittweise zurück. Bisschen Zeitwertverfall, ein bisschen in unsere Richtung. Und deswegen war diese Option hier am Ziel angelangt. Die Limit-Order griff automatisch und kaufte die Option zu 20% ihres Restwertes zurück. So. Jetzt kann man sich ja fragen, lohnt sich denn das? Wäre es denn nicht besser gewesen, wir lassen das Ganze einfach auslaufen und kassieren auch noch die restlichen 20%? Ne? Also warum eigentlich Geld quasi auf der Straße liegen lassen? Und jetzt müssen wir uns mal Folgendes überlegen. Die Option hatten an dem Tag, wo wir sie zurückgekauft hatten, noch 54 Tage Restlaufzeit. Das heißt, erst dann wären sie komplett wertlos verfallen. Wir hatten für diese Option, wir hatten für ungefähr 250 Dollar die Option verkauft, haben sie für 50 Dollar zurückgekauft, das heißt 250 Dollar kamen auf unser Konto, 50 haben wir wieder abgegeben und unterm Strich haben wir 200 verdient. So, das heißt, wir hätten statt 200 ja auch 250 verdienen können, wenn wir 54 Tage länger im Markt geblieben wären. Die Frage ist aber folgende, überlegt euch mal, lohnt es sich denn, dass wir sagen, wir bleiben weitere 54 Tage im Trade, um 50 Dollar zu verdienen. Das heißt, weniger als 1 Dollar pro Tag, wo wir vorher in 11 Handelstagen 200 Dollar verdient haben.
Und die von euch, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen das, dass das sehr, sehr häufig so ist. Also, dass wir zwar theoretisch am Ende der Laufzeit einer Option einen rasanten Zeitwertverfall haben, aber es ist auch fast nichts mehr da, was verfallen kann. Und deswegen lohnt es sich also sehr, sehr stark, oder was heißt sehr, sehr stark, es lohnt sich immer, eine Gewinnmitnahme zu machen. Bei den Future-Optionen ist unsere Empfehlung bei 20%. Ob das jetzt 18 sind oder 22 oder 12 oder 10, das spielt keine Rolle, aber bei einer festen Größe halt. Weil ihr müsst euch überlegen, natürlich könntet ihr $50 mehr verdienen, aber ihr bindet natürlich in dieser Zeit Margin. Ihr habt Risiko im Markt, weil der Markt kann ja jederzeit, 54 Tage ist eine lange Zeit, da kann der Markt ja auch nochmal drehen und komplett gegen euch laufen. Und in der Zeit, gerade wenn ihr Margin bindet, könnt ihr natürlich auch keine neuen Trades aufsetzen. Also auch vom reinen Profit-Denken ist es viel, viel besser zu sagen, wenn fast kein Restwert mehr da ist, Trade beenden, neuen Trade machen und damit auch all diesen Dingen wie Gamma-Risiko und so weiter aus dem Weg gehen und gar nicht mehr auf das Ganze eingehen. So, das war in einfachen Worten. Ihr seht übrigens auch hier, ich habe es euch mit eingeblendet, ihr seht hier nochmal den Trade, also das ist ein tatsächlich stattgefundener Trade, ihr könnt die Tage nachvollziehen aus den Kontoauszügen von Interactive Brokers. So, im nächsten Video werden wir über das Gegenteil der 20%-Regel sprechen, nämlich über die 100%-Regel. Und da geht es um Verlustbegrenzung und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und deswegen bleibt dran, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, damit ihr dieses Video auf keinen Fall verpasst. Fragen, Kommentare, Anregungen wie immer, da unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.